Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Check. Und zwar diesmal die HD-Kamera, die ich euch im Unboxing und Hardware-Check vorgestellt habe. Und zwar diese hier, die Havit HVN 5086 HD-Kamera. Skype, MSN und so. Ich habe die Kamera installiert, dann ist mir mein Camtasia erstmal abgekackt, deswegen mache ich jetzt dieses Video. Ihr macht das einfach nur per USB ran und dann wird einfach schon was installiert. Ich werde euch auch gleich noch was zeigen. Und zwar habe ich ja Gott sei Dank auf meinem Laptop hier so ein Programm drauf. Das ist dieses, das ist YourCam, das ist bei meinem Fujitsu gleich mit drauf gewesen. Jetzt seht ihr praktisch beide Cams nebeneinander. Also ich meine sehe ich jetzt beim Aufnahmen sehe ich die no Aufnahme sehe ich die noch nicht groß. Seht ihr hier unten, das ist auch spiegelverkehrt. Das muss ich dann halt beim Bearbeiten des Videos halt wieder andersrum machen. Warum das im Hauptbau, ach Quatsch, im Camtasia jetzt spiegelverkehrt ist, ich habe keine Ahnung. Soll mir auch relativ Jacke wie Hose sein. Ich will jetzt euch erstmal noch erklären. Ich habe jetzt die Kamera einfach nur an USB. Ich habe auch versucht, da Treiber zu bekommen, irgendeine Software. Nichts gefunden. So, dann gehe ich mal hier auf das Zahnrad und dann seht ihr jetzt schon die ersten, ja, also 320 mal 740 und 640 mal 480. Ist ein bisschen gering, finde ich. Ja. Das Cam-Bild seht ihr selber, ist an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen hell, ihr seht ja meine andere Cam dazu. Naja. Aber man kann sich an diese Tele kann man sich gewöhnen, wenn man sie wirklich nur so zum Cam nehmen will. Will ich ja gar nicht mal so viel sagen. Aber was mich wirklich extrem stört, ist, muss ich mal abmachen, damit ihr das seht, so, ist dieses. Da seht ihr jetzt praktisch, ich halte jetzt meine Logitech-Kamera und im anderen seht ihr praktisch jetzt meinen Bildschirm. Ich muss erst mal gucken, wo es ist. Und da ist die Kamera. Nee, da. So. Und diese Ding, ja, diese Leuchten, die sind immer an. Immer sind die an. Und das ist echt ein bisschen sehr nervig. Ja, und vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit davor sitzt und ihnen das so ins Gesicht knallt, ist das nicht so toll. Ich zeige euch das jetzt auch mal andersrum. So. Und zwar, da seht ihr jetzt meine Kamera, meinen Bildschirm. Ja, seht ihr das? Doppelt und dreifach, also hier bin wirklich ich. Sie macht wirklich ein sauberes Bild. Ihr seht jetzt ja, guck mal, die Kamera seht ihr vernünftig. Ihr könnt auch das auf dem Desktop alles vernünftig erkennen. So macht sie echt ein super Bild. Aber was mich stört, ist halt diese Leuchten. Die kann man auch nicht abschalten. Die könnte man höchstens mit Klebeband so zukleben. Dann sind die weg. Ja. Aber wenn man denn so die ganze Zeit davor sitzt, ist das für mich extrem nervig. Och, jetzt kriege ich das hier nicht fest, oder was? So, der Halt von der Kamera ist echt gut. Also, wenn man so oben festmacht am Laptop, ist, oder PC weiß ich jetzt nicht, aber wenn man so oben festmacht, die macht sich wirklich schön fest, sitzt sehr fest. Also, wenn ich jetzt hier mit Ach und Krach bewege, dann macht er auch was, aber die ist mir die ganze Zeit nicht abgeschmiert oder sonst irgendwas dergleichen. Die ist wirklich so vom Halt her ist die echt klasse. Das Bild, seht ihr ja, macht eigentlich für die Auflösung, die sie nur hat, ja, ist ja nicht, also für mich ist das kein HD. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch irgendwie hochskalieren kann mit einer anderen Kamerasoftware oder irgendwas dergleichen. Keine Ahnung, aber für mich ist es kein HD-Bild. Da ist ja, aber für den Preis 12,99 €, also da kann man echt nicht meckern. Für Skype und so reicht es aus und man hat ein vernünftiges Bild, man kann sein Gegenüber vernünftig sehen, ohne Schlieren, ohne irgendwas. Ich habe die jetzt auch schon mal beim Skype getestet. Funktioniert einwandfrei. So, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. War nur ein kurzes Hardware-Video, also Hardware-Check-Video. Ja, also müsst ihr selber für euch entscheiden. Also für mich ist die Kamera so, für mal Skype okay, für einen Dauerbetrieb ist die definitiv nischt. Weil durch diese Leuchten, die da sind. Ja, ich kann euch das nochmal zeigen. So, hier, die, hoppala, da, diese Leuchten.
die sind echt extrem nervig. Ja, wenn man da die ganze Zeit vorm Laptop sitzt und immer diese scheiß Leuchten an sind, das ist extrem nervig, ja. Wirklich nervig. Wobei bei meiner Kamera, seht ihr hier auf der Logitech, habe ich ein grünes Licht. Das ist sehr schwach. Man sieht es gerade so oder man sieht es deutlich, aber das reicht mir schon aus. Aber ich hier diese Sturmbeleuchtung, wo man sich wie auf der Grenzanlage fühlt oder was weiß ich, es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel. Deswegen mache ich die grundsätzlich, wenn ich sie nicht benutze, hinten vom USB ab. Ja, und meine Logitech, die ist komplett immer am Strom, die nervt nicht, die stört nicht, nischt. Dann ist halt ein bisschen doof, dass man keine Software dazu kriegt. Ja, die ist halt für Skype MSN gedacht, ja. Aber man hat nicht mal irgendwie ein Programm, wo man das einstellen kann. Irgendwas in eine Kamera einstellen. Licht an und aus oder die Auflösung einstellen kann. Wie geht jetzt wie ich bei meiner Logitech habe? Ja, oder bei Microsoft, bei den Microsoft Cams habe ich auch gehabt. Aber bei der hat man keine Software dazu, wo man dann einstellen kann, Licht an, Licht aus, bei Fotos Auflösung so, bei Videos Auflösung so. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt dadurch jetzt durch ein anderes Programm hier vielleicht noch besser wird, dass man hier vielleicht nicht nur 320 zu 240 und 640 zu 480 bekommt, dass man da vielleicht auch was anderes bekommt. Das kann ich euch echt nicht sagen. Oh, jetzt muss ich das. So, Leute, jetzt muss ich das aber hier hinten mal ausmachen, weil das nervt mich jetzt gerade schon wieder extrem. Das Licht, das gibt nämlich nach einer Weile Kopfschmerzen. So. Jetzt ist, glaube ich, meine Kamera auch abgekackt. Meine LG, meine Logitech. So, da ist jetzt beim Abschließen der anderen Cam, ist mein Cam-Programm abgeklappt, also mein Camtasia abgekackt. Nochmal, ich habe gedacht, ich fasse jetzt sicherheitshalber nochmal zusammen. Also die Kamera, die Auflösung ist für mich nicht wirklich ein HD. Die Lampen nerven extrem, man hat keine Software mit bei. Aber was positiv ist, der schmale Preis für 12 Euro noch was. Und ja, die kann man wirklich für Skype nehmen. Die macht da wirklich, habt ihr ja eben gesehen, ein relativ gutes Bild. Aber was halt störend ist, halt die Lampen, keine Software und ja, das ist halt so ein bisschen nervig. Ja? Die Lampen nerven mich dabei extrem. Das mit keine Software kann man ja noch verzeihen. Das ist so ein Zwischenpunkt, würde ich sagen, weil wenn man kein. Wenn man sie nur im Skype benutzen will, dann einfach dran, bumm, fertig ist. Aber dass man diese Lampen nicht ausschalten kann oder irgendwas, das ist echt nervig. Also die Lampen, die nerven mich extrem. Aber sonst ist es wirklich eine schöne, schnucklige Cam und macht das, was sie soll. So, das wart aber auch jetzt soweit zum Hardware-Video. Entscheiden müsst ihr selber, ob ihr sie euch holen wollt oder nicht. Für 13 Euro kann man da im Prinzip nicht viel falsch machen. Ihr habt es ja gerade gesehen. So an sich macht es ein gutes Bild. Und für mal Skype anschließend, dann kann man sie an USB ranklatschen, dann ist okay. Auf Dauer würde ich es nicht nehmen, weil da ist mir die Funzel da vorne, die drei Lichter, ist mir einfach zu extrem. Der geht auch auf der Augen und macht keinen Spaß. Also auf Dauer auf keinen Fall. Ja, das war aber jetzt soweit. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer Odin.